leichte Leinwand in den vielen Betten, verschwimmt im kahlen Wand im Krankensaal. Die Krankheiten alle, die Marionetten spazieren in den Gängen. Eine Zelle hat jede Kranke und mit weißer Kreide sind seine Qualen aufnotiert. Das Fieber donnert ihre Eingeweide, brennen wie Berge und ihr Auge stirbt. Zur Decke auf, wo ein paar große Spinnen aus ihrem Bauche lange Fäden ziehen.
wieder gehen durch die Reihen. Und laufen schnell die Toten auf dem Bett. Die anderen drehen sich nach der Wand mit Schreien der Angst der Toten grässlichen Wirt. Die Nacht, die sich
das Feuer schwemmt. Breitbändig sitzen sie auf seinem Pferd und schreien wie Katzen auf zum Firmament. In einer Stube voll von Finsternissen schreit eine Wöchnerin in ihrem wenig stärker Reis riesig auf dem Kissen in den herum die großen Teufel stehen. Sie hält sich zitternd an der Wehrbank, das Zimmer schwenkt und sie von ihre Schreie. Da kommt die Frug, ihr Schoß klafft rot und lang und Blutenreise er von der Frug den zwei. Der Teufel hält sie wackelig.